Ja, das ist auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist so. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen kleiner Cheat, Alter. Wow, also. Baby! Drohne! Oh, Alter, du gehst schon übel ab, Mann. Und ich bin hier am Zacken, am Cox. Oh, Baby! Ja, ich geh wirklich ab gerade. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zum Anfang des Road to Commanders hier in Call of Duty Advanced Warfare. Das ist das erste Road to Commander, was ich mit einem Partner machen werde. Dieser Partner wird sich jetzt vorstellen. Peace, meine Freunde. Mein Name ist Jorginho und ja, auch willkommen auf meinen Kanal zurück, weil es wird natürlich auch auf meinen Kanal kommen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, liebe Grüße an die Snickers Ice Crew, Alter. Ja, genau. Und wir machen gemeinsam ein Road to Commander, dieses Mal wirklich und auch komplett zu Ende. Ja. Und zwar wird das Ganze so funktionieren, wer nicht weiß, was ein Road to Commander ist, nochmal kurz zur Erläuterung auch an die neuen Leute. Und zwar, wir spielen jedes einzelne Spiel bis zu Level 50 und wenn es wirklich gut angekommen ist, also wenn die Likes stimmen und vieles mehr auf meinen Kanälen, dann werde ich noch ein Road to Commander machen. Und das vielleicht mit einer anderen Person oder alleine auf der PlayStation 4 oder wieder auf der Xbox. Das werde ich dann alles sehen, je nachdem, was ihr dazu sagt und wie ihr das findet und so weiter und so fort. Wie das Road to Commander hier ankommt. Also vergesst nicht, dieses Road to Commander auch zu supporten. Und dann wird auf jeden Fall viel, viel, viel mehr kommen. Ich hoffe, wir werden ganz viel Spaß dabei haben mit diesem Road to Commander. Was wir gemerkt haben persönlich, ist, dass das Spiel ziemlich schwer ist. Und ja, ich würde sagen, ich will auch gar nicht so viel reden irgendwie. Willst du noch mal was sagen am Anfang? Ja, warum bin ich schwarz? Warum du schwarz bist? Ich bin auch schwarz. Nein, also, ist ja kein Problem. Nee, aber das hat mich jetzt gerade gewundert. Nein, ich will nicht schwarz sein! Nein, Freunde, also ich möchte auch noch kurz was dazu sagen. Und zwar habe ich das Spiel jetzt wirklich 2 Tage lang richtig gesuchtet. Und ich muss ehrlich sagen, es ist so schwer. Ja, es ist so schwer, hier ein geiles Gameplay zu reißen. Aber wir geben uns natürlich Mühe und werden definitiv wirklich das Beste hierbei rausholen. Mein Ziel ist es ja wirklich, jetzt hier in diesem Road to Commander einen Nuklear zu schaffen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Wir werden es sehen, Freunde. Ich bin auch gespannt, ob du es schaffst. Ja. Und ich muss sagen, das Spiel ist wirklich super, super, super schwer. Also dieser Gameplay mit 30-0 oder sowas, die sind hier sehr utopisch und unwahrscheinlich. Aber wir geben unser Bestes. Und da wir beide relativ gute Spieler sind, schätze ich mal, sollte das kein Problem sein. Auch wenn ich sehr viel große Probleme habe. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, das Traurige ist, die Leute denken ja immer, ich bin schlecht. Aber ich werde dir auf jeden Fall in diesem Road to Commander zeigen, dass der Giorgio krass sein kann. Okay, gut, warte ganz kurz. Ich würde es gerne suchen, ne? Ja. Aber ich würde gerne erstmal meine Klasse einstellen. Wie wär's damit? Willst du schon eine Klasse machen? Ja, klar. Digga, ja, okay, dann hauen wir jetzt. Okay. Ja, Digga, ja! Weil ich... Gut. Was nimmst du? Ich nehme die AK-12, Freunde, werde die aber definitiv mit unauffällig nehmen, also als extra 1. Dann werde ich natürlich blinder Überwacher drin lassen und Zähigkeit ist eigentlich auch an für sich eine ganz gute Sache. Als Exoskelett werde ich definitiv fürs erste Übertaktung nehmen und als Granate die Splitter. Als Sekundärwaffe werde ich die Atlas nehmen und das war's dann auch eigentlich. Okay, ich nehme die AK-12, Atlas 45, unauffällig, Sichtfeld, Zähigkeit, Exo-Übertaktung, Splitter und dann die normalen, Killstreaks. Gut. Ich fange mal an mit Team Deathmatch, ja? Alles klar. Okay, wir werden die ganzen Spielmodi, werden wir alle spielen, keine Sorge. Das wird auch sehr, sehr nice, diese ganzen Spielmodi zu spielen. Es gibt hier richtig geile Spielmodi. Wir gehen, ich persönlich werde nicht so auf Kills gehen bei anderen Spielmodi. Zum Beispiel bei Capture the Flag werde ich auch auf die Flaggen gehen und natürlich auch Kills machen, aber mehr auf die Flaggen gehen, weil ich finde einfach, dass wenn man Team Deathmatch spielt, ich meine, wenn man Kills machen will, kann man auch Team Deathmatch, Bodenangriff, Herrschaft oder sowas spielen. Aber selbst bei Herrschaft achte ich trotzdem auf die Flaggen, weil ich weiß nicht, mir ist es auch wichtig, die Spiele zu gewinnen. Also nicht nur irgendwie Kills zu machen, weil... Hier in diesem Spiel bringt es nicht unbedingt viel, wenn man diese Kills macht, vor allem wenn man keine Killstreaks hat oder keine guten. Deswegen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe nicht nur auf Kills, sondern ich habe gemerkt, mir macht das Spiel mehr Spaß, wenn ich auch auf die
Flaggen. Objectives gehst. Objectives gehe, genau. Ja, guck mal, das Ding ist einfach, das ist ja auch so hier in dem Spiel. Ich finde auch die Killstreaks nicht so geil hier in dem Game. Das ist natürlich ein kleiner Kritikpunkt. Also, ich finde, die Killstreaks, da hätten sie auf jeden Fall ein bisschen was anderes machen können. Aber es ist ja egal. Also, ich finde auf jeden Fall gut, dass es kein Orbital mehr gibt. Weil das hat natürlich damals immer unterstrichen, wenn die Leute im Team gespielt haben, da haben die Orbitals rausgehauen bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja wirklich wie ja, ein UAV-Hack, Alter, wenn das da die ganze Zeit oben angezeigt wird. Und deswegen finde ich das eigentlich jetzt, muss man ein bisschen mehr Skill haben als bei Black Ops 2, ja? Dieses Spiel ist für mich so oder so das skillbasierteste Call of Duty, was überhaupt noch rausgekommen ist. Also, ja, soll ich dir was sagen? Ja. Ich glaube, dass sie wollen, dass man mehr Teamwork da einsetzt, also mehr Teamwork macht. Ja, Digga, das haben die auch schon bei Ghost versucht, ja, mit dem Setcom. Ja, da haben die auch versucht, dass wirklich, wenn man dann drei Stück hatte, dann war das, glaube ich, auch wie ein Orbi. Ja, so, ja, genau. Dass man das als Team wirklich durchzieht, Alter. Ja. So, für mich ist heute auch das erste Game, Alter. Let's go. Viel Glück. Was ich, danke dir auch. Was ich sagen wollte, und zwar. Ja. Erster Kill. Woo. Gott, ich liebe diese. Man kann die Gegner. Oh, wow, wow, nein, ich bin tot. Scheiße. Aber wir gewinnen 4-1. Was ziemlich, ziemlich nice ist. Hab auch den ersten. Let's go, Alter. Let's go, Mann. Ich liebe dieses Spiel. Das macht so Spaß, Mann. Ja, das macht echt Laune. Aber es ist wirklich. Jetzt sterbe ich. Oh nein, 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 nein. Ja, es ist wirklich schwer. Sterben ist nix Unwahrscheinliches hier, sag ich mal so. Oh, nee, shit. Also, ich mach mir auch hier erstmal gar keine Ziele, Freunde, bevor ich hier nicht meine Klasse hab. Vor allen Dingen, ich finde es richtig geil mit diesem unsichtbaren Exoskelett. Also, das macht richtig Bock damit, die Leute zu trollen, Alter. Oh, shit. Nein! Ich habe irgendwie Angst, dass ich keine Kills mache, ich weiß nicht. Digga, da waren zwei Stück. Richtig, die Läppchen, Alter. Ja, vor allem, wenn ihr zwei Leute hier seht, dann könnt ihr nicht irgendwie, könnt ihr sehr selten nur gewinnen, also dazu müsst ihr sehr gut sein. So, ich liebe die Waffe, Alter. AK-12 ist eine meiner Lieblingswaffen. Es gibt noch eine, die mag ich lieber, aber die ist schon richtig geil, Mann. Also, was bist du denn privat für ein Level schon? Ich glaube, fast 30, glaube ich, oder 30. Digga, was... Habe ich den gestohlen? Nein, ich bin. Du wirst auf der Karte als gelb angezeigt, ne? Ja. Ja, ich auch. Richtig geil, Digga, ich liebe es, wenn ich dich gelb sehe. Dann weiß ich, dass du es bist. Ich werde auf jeden Fall auch. Also, ich habe auch gestern richtig krasses Gameplay erspielt. Was heißt krass? Es ist eigentlich nicht schlecht erstmal. Ich habe gestern Sprengkommando gespielt, Freunde. Ja. So, und habe dann 20-5 gerissen. War eigentlich gar nicht so schlecht, weil. Das hört sich so an, als wäre das schlecht, weißt du? Ja. Aber das ist echt, echt ganz gut eigentlich so. Übrigens, wenn ihr mehr sehen wollt von diesem, Commander-Dings da. Wow! Oh shit, ich habe ihn noch bekommen, nice. Dann lasst eine Bewertung da. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, nicht nur bei dem ersten Part auch, sondern auch mal bei den nächsten Parts. Freunde, seid mal ein bisschen aktiv, Alter, weil, guck mal, erstens, Danny und ich haben uns wirklich einfallen lassen, ein Road to Commander zusammen zu machen, weil ihr so viel haben gefragt, wann kommt noch was mit Danny, wann kommt noch was mit Giorgio und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, okay, alles klar, komm, machen wir ein komplettes Projekt als kleines Ein-Jahres-Special. Wir werden aber noch ein richtiges Special machen, dafür, dass wir uns jetzt ein Jahr kennen. Oh, shit, Alter. Oh mein Gott, Digga. Alter, die wissen, wo ich bin. Oh, hinter mir. Was ich mir wünschen würde, wenn sie die Spawns ein bisschen fixen, weil damit habe ich noch ein paar Probleme so mit den Spawns. Oh, scheiße! Nein! Das war ja gerade richtig schlecht von mir, ey. Wollte schön aus der Hüfte sprayen. Ich finde, aus der Hüfte sprayen ist echt schwer. Oh, Mann! Ich sterbe. Aber eigentlich, ich weiß nicht wieso, ich lege mich hier über Tode nicht so auf. Ich sehe zum Beispiel, wir gewinnen gerade. Oh, ne? Alter. Wir gewinnen gerade. Ich bin gerade übel schlecht. Ja, es dauert dann eine Weile, bis man, ne? Ja. Das wird auch eine Weile dauern. Das wird eine. Oh shit, ich kann jetzt nicht rein. Nein, Ach, problematisch, Freunde. Aber wie gesagt, ich mach mir daraus nichts, weil ich weiß einfach, dass ich hier auch abgehen kann. Das ist halt echt das schwierigste Call of Duty, Freunde. Ja? Das darf man einfach nicht mal so unterschlagen und. Die Map hier ist jetzt auch nicht so sympathisch für mich. Meine Lieblingsmap ist momentan Biolab, ja, die macht mir richtig Spaß. Biolab? Ja. Ich kenn eine Map, die sieht so ganz ähnlich aus wie von MW2, diese eine. Black Ops. Ich habe eine Drohne, Digga, Bro. Sehr gut. Oh, von hinten kommt einer. No, shit! Oh, ich lebe noch, oh mein Gott. Nein, 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 nein.
Ach du Scheiße, Digga, das geht hier gerade so ab. Also. Ich hab ein Geschütz oder so. Keine Ahnung, was das ist. Ich muss auf Taktik umstellen. Ich habe noch nicht Taktik eingestellt. Nein, ich bin tot. Ich stelle mal kurz Taktik ein. Taktik. So, nice. Drohne finde ich hier nicht so effektiv. Weil die meisten. Also jetzt ist sie effektiv gerade, aber ich finde das mehr Glück als Verstand, weil. Weil? Komm her, Bitch! Oh nein, hinter mir! Nein! Ich finde, weil die Leute alle die ganzen Perks nehmen, dass sie nicht auf der Karte angezeigt werden. Ja, du meinst Geist, ne? Ja. Oder, naja, Geist heißt es ja nicht, aber. Nein, das ist ein Gegner! Oh! Das war ein Gegner! Ach du Scheiße! Was ich richtig geil finde, ist einfach, dass du die Gegner austricksen kannst. Ja, indem du halt mit dem Movement spielst. Ja. Okay, ich renne schneller. Das stimmt, Alter. Ich liebe diese Exoskelett-Fähigkeiten, die sind auch richtig nice, Mann. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist so. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen kleiner Cheat, Alter. Wow, also. Baby! Drohne! Oh, Alter, du gehst schon übel ab, Mann. Und ich bin hier am Zacken, am Cock. Oh, Baby! Ja, ich geh wirklich ab gerade. Oh, ho, 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 ho. Ah, shit. Das war nice, Alter. Oh, ne, der Jojo ist bei 9:11, Alter. Ja, ich bin aber an dem vorbeigerannt. Ich bin an dem Typen vorbeigerannt, den du gerade gesehen hast. Ich weiß nicht wieso, ich hab ihn nicht gesehen. Kein Problem. Ja. Darum geht's auch, finde ich, dass man die Spiele auch gewinnt. Also, mich interessiert mein Score jetzt hier eher weniger. Es ist zwar gut hier, aber mich interessiert einfach nicht so, weil ich einfach finde, dass. Ja, ich find's einfach ganz gut, dass wir jetzt das Spiel gewonnen haben. Und dass es dann danach gut aussieht. Ich finde die KD hier nicht so wichtig. Ich finde, das ist ein Teamspiel. Digga, ich denke. Guck mal, das Ding ist einfach, wenn die Leute einfach so Road to Commander gucken und danach gehen nach KD, wenn ein Spiel gerade draußen ist, das sind eh Behinderte, weil das Spiel ist gerade draußen. Also, wir sind gerade das Spiel selber am Testen. Wir sind ja keine Megamans, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? So, das. Ich hab. Bei mir gibt's Runden, Alter, da gehe ich echt übel negativ. Da gibt's bei mir Runden, da habe ich eine 4er, 5er KD. Das ist immer unterschiedlich, Freunde. Ja, das kann man. Warte, wie lange geht der Part eigentlich schon? 12 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir beenden den Part. Ja, das war's eigentlich. Das war's. Wir wollen die Parts gar nicht so lange machen. Wir wollen das ein bisschen länger ziehen. Wir wollen das Spiel nicht so auslutschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet nicht vergessen mit einem Daumen nach oben. Da kommt wesentlich mehr. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich überlasse dir das Schlusswort. Ja, Jungs. Macht's gut, Alter. Und ja, dann gehen wir raus hier aus der Runde. Peace out und tschüss. Tschüss.